Mahlzeit und herzlich willkommen, da ist er wieder, euer Knich, mit einer weiteren Mod-Vorstellung im LS19. Und diesmal mit der Lally-Mäh-Kombination, beziehungsweise Schneid-Kombination, doch, eigentlich Mähwerk-Kombination. Wie gesagt, von Lally. Das wäre einmal vorne die Splendimo 320 FC. Und hinten die Splendimo 900 MC. Mehr und ja. Doch eine Truthfrage. Eigentlich sehr schön gemacht, muss ich sagen. Auch sehr detailgenau. Was mir leider noch etwas fehlt. Beziehungsweise. Einstellen kann man es nicht, dass der einen Schwarz abwirft hinten. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder nicht, ob das noch nachgearbeitet wird. Jedenfalls geht es nicht. Ja, ich würde sagen, klappen wir die mal eben aus. Das Ganze ist etwas breiter als das Pöttinger. Ja. Macht auch was her. Ja. Die Pöttinger haben nämlich 3 Meter 10 und 8 Meter 4, wenn wir 3 Meter 20 und 9 Meter haben. Allerdings kann man die Pöttinger ja zusammenbauen und dann vorne oder hinten anbauen, was bei denen nicht geht. Ja, preislich. Ja, ist da jetzt die Frage, ob die paar Zentimeter der Preisunterschied wert ist. Slotmäßig muss ich mal gerade gucken, wie das aussieht. Da haben wir 6 und 5. Genau, das waren jeweils zwei Slots weniger als die von Pöttinger. Da ist dann halt die Frage, vorne 70, hinten 160, vorne 90 und 170 PS. Ja, gut, ein paar PS mehr braucht man dann auch, sprich, man braucht wieder die passenden Schlepper dafür. Was letztlich aber, denke ich mal, auch nicht so viel ausmacht in der Kategorie. Ja, sonst wie gesagt, sehr schön gemacht, auch detailgenau mit den Beschriftungen, Aufklebern und so weiter. Sehr schön. Es gefällt mir gut. Ja, ich würde sagen, mal noch eben über die Wiese juckeln. Und gucken, wie das Mähbild aussieht. Schadet nicht. Habe ich ja schon mal angefangen zu mähen. Dann machen wir hier mal weiter. Ja. Schön, wie der Trecker dann auch wieder hochdreht. Gucken, wie die Kardanwellen arbeiten. Okay, hier hinten sieht man jetzt nichts. Hier beim Übergang schon. Ja. Vorne, wie sieht es da aus? Kann man so jetzt nicht erkennen. Ja.
die bewegen sich auf jeden Fall. Ich würde sagen, gucken wir uns das Schneidbild mal an. Ja. Okay, da passt sich auf den der Erde ein bisschen an. Finde ich natürlich super. Sonst, ja. Sehe ich das richtig? Er lässt was stehen. Okay. Das ist natürlich ein Negativaspekt, wenn er was stehen lässt. Ist natürlich jetzt die Frage, ob das so ist wegen dem... Da. Jetzt muss ich doch mal gerade hier hinten hingehen und gucken, wie es da aussieht, wenn gemäht ist. Ja, doch, da ist ganz weg. Tja, das ist dann wohl ein kleiner Negativaspekt. Den er hat. Wundert mich jetzt etwas, aber okay. Sonst muss man sagen, 22 km/h Arbeitsgeschwindigkeit war doch richtig, oder? Ja, genau. 22 km/h Arbeitsgeschwindigkeit ist recht gut. Kann man sich nicht mit beklagen. Und ja. Schönes Teil. Oh, habt ihr das gehört? Das ist natürlich mal richtig geiler Klang. Das habe ich jetzt eben im Test noch gar nicht so gehört gehabt. Das ist natürlich richtig schön. Dass man auch hört, wie die Mehrwerke ausgehen, so richtig dieser Klang übernommen wurde. Sehr schöne Sache. Fettes Lob an dieser Stelle. Ja, damit würde ich mich verabschieden und sagen, bis zum nächsten Mal. Ich denke mal, Donnerstag werden vielleicht die nächsten Mods kommen. Ich weiß es nicht. Ich muss mich da auch erst wieder reinlesen in die Sache. Wie gesagt, ich habe die letzten Tage ein bisschen hinterhergehängt. Und die sind aber heute erst rausgekommen. Und ja, ist ja erst der 11. Denk mal, diese Woche wird auf jeden Fall noch was rauskommen. Sollte zumindest. Ja, ansonsten einfach mal die Glocke aktivieren. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand in Sachen PS4 LS19. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüsschen!